Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, wir sind, glaube ich, eine Handvoll Sprünge weiter als beim letzten Mal. Was haben wir da gemacht? Ach so, genau, wir haben. Was war es? Eine Bakterie? Grübel und Studier. Ich bin so vergesslich. Ich glaube, wir haben Bakterie gescannt, oder? Genau, ja, genau, stimmt, genau. Diese bläuliche da. Die habe ich noch fertig gescannt. Sonst war nichts auf dem Planeten und. Haben noch ein paar weitere Sprünge gemacht. Ich glaube, mir waren nur wenige von dem ersten Zwischenziel entfernt, wo wir so randommäßig gesetzt haben. Und jetzt sind wir halt wieder randommäßig unterwegs und harren der Dinge, die wir finden. Und gerne auch Biosignale. Kein Problem. Was haben wir hier? K-Stern. Mal wieder. So. B-Stern, wie weit bist du weg? 192.000, alles klar. Dann hoffen wir mal, dass wir dort nicht so viel Interessantes haben. Ja, Moment. Ah. Na, zu weit. Yeah. Nee, das ist nicht alles bei dem. Da haben wir noch ein paar Planeten in Reichweite. Hoffentlich. Ist nun nicht fertig. Ach doch, A1, genau, A1. Da war was. Oh, A1 ist sogar terraformierbar. Auch nicht schlecht. Was haben wir da? Oh, letzte. So, A1. Terraformierbar und Schwefeldioxid 1. Das gucken wir uns auf jeden Fall an, weil hier gibt es auch Vanadium. Ne, ist voll Arsen. Wir gucken es uns trotzdem an, biologisch. Das scannen wir. Okay, Kohlendioxid. Da waren wir erst. Das ist zu weit weg, aber pass auf, hier ist gleich der Hammer. Ne, Argon 2, Neon 1, nö, dann ist der Donne. Der Himmelskörper der Wahl für diese Folge. Und dann stelle ich fest, das ist ja schon die Folge für... Ein Pfingstsamstag, wenn es den gäbe. Oh, das Montag ist hier frei. Das habe ich irgendwie auch noch gar nicht dran gedacht. Das ist ja sehr schön. Das ist ja ein langes Wochenende. Ja, leider haben sie wirklich gut Wetter gemeldet. Da sonst könnte man ja grillen. Also wäre ich halt nicht grille. Wäre ich halt wahrscheinlich mehr Elite spiele. Was man an so einem Feiertagswochenende halt macht. Filme gucke auch, ja. Ganz wichtig. Ja, komm, ein bisschen schneller können wir noch. Gucken wir mal. Bakterie, sehr wahrscheinlich. Ist aber kein Problem. Die würde man mitnehmen. Oh, nee. Ich wollte ja gucken, was es hier gibt. Haha. Ja, Bakterie. Sonst nichts, aber das ist okay. Das ist ja schon mal gucken. Hier ist komplett überall Tag. Ja, das ist immer. Seltsam, dass wir Bakterien haben und die nicht über den komplette Bildschirm gehen, über den komplette Planet. Das ist relativ egal, wo man da runterfliegt, oder?
sind wir hier irgendwie. Ja, oder? Hier gerade so in dieses Blaue. Gerade so drin. Kopf vor. Flachkörper. Macht Laune. Ne, das war was anderes. 0, knapp 0,4G. Alles in Ordnung. Ja, das ist okay. Da stürzen wir einfach so runter. Nicht aus dem super groß rausfalle. Was ist das ohne? Reifenspuren. War hier schon wer? Das sieht gerade so aus, als wäre das Reifenspuren. Das wäre aber dann ziemlich großer Reifen. Also mächtig großer. Ne, dann fliegen wir lieber weg, wenn das die Targoide sind. Die ihre Monster Trucks. So, Texturen können gerne nachgeladen werden. Habe ich nichts dagegen. Oh, guck mal, da sehe ich doch schon. Was Bakterienartiges. Dann können wir direkt hier landen. Mir wollte sie auf jeden Fall mit dem Dings mitnehmen. Und die sehen jetzt gerade so aus wie die, wo wir es letztes Mal. Das wäre doch nicht die gleiche. Das wäre es natürlich. Naja, okay, gut, ich mein Geld gibt es eh. Insofern ist das nicht ganz so das Problem. Eventuell könnte man auch mit dem SAV fahren. Vielleicht können wir noch was aufsammeln, wenn wir was auf dem Scanner haben. So war das. Oh, oh, ja, hier, hier, haha. Haha, direkt. Na? Na? Bakterium Cerberus grün. Das ist nicht neu für uns, aber ja, wenn wir schon da sind, nehmen wir es mit. Ich glaube, grün war die letzten nicht, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Wir gucken uns mal ganz grob mit dem Scanner um. Das dauert 5 Kilometer, bis wir dort sind. Nee, hier ist gerade nichts. Dann würde ich sagen, wieder landen und ich bin jetzt schon mal noch gucken. Landen, einsteigen. So, die Dinger sind relativ gut zu sehen. Da brauchen wir, glaube ich, das Dings nicht in sie fahren. Nicht so tief. Hallo, ach hier. Na komm, holen wir die so beim letzten. Steigen wir noch im SAV aus und gucken mal. Autsch, autsch, autsch. Ans Raumschiff dran gesprungen, Kopf gestoßt. Ah. Sehr schön.
dann. Oh, hier. Zuerst das hier und dann lassen wir nochmal das SAV raus. Ich glaube, das geht jetzt, denke ich, einfacher. Wir sind, glaube ich, auch zu nah dran für mit dem SAV das Ganze zu scannen. Ich muss eher schon mal so, reicht. Ja, reicht. Wunderbar. Sehr schön. Bakterium Zerbrustgrün. Das ist jetzt das Wald- und Wiese-Bakterium, aber naja, bringt Geld. Das ist okay. So, und ja, genau, macht die Animation fertig. Und dann können wir das Ding auch schon wegstecken und mir lassen wir nur ganz kurz das SAV raus. Eventuell ist hier was auf dem Radar zu sehen, dann würde man das noch schnell mitnehmen und ansonsten fliegen wir weiter. Mach doch das Licht aus, ist hell genug. Ja, das ist nur in weiter Ferne das da, ne? Oh ja, dünne. Da ist doch, da könnten wir doch hinfahren, oder? Das ist zwar auch noch ein gutes Stück, aber da haben wir zumindest schon mal etwas. Ja, haben wir zur Sicherheit den da drin, damit wir es abschätzen können. Zwei Signale, oder? Nur eins. Naja, gucken wir mal, das könnte auch nur eins sein. Eieieiei. Das hier. Landschaft hier. Ja, ist nur eins, oder? Ah, egal. Da gucken wir einfach mal. Wahrscheinlich findet man nichts, was man aufsammeln könne, aber das ist gerade mal egal. Das war okay. Ist vielleicht auch noch was dabei. Ausbiss, das ist schon mal interessant. Tellur. Heieiei, da hätte ich ja überhaupt nicht mit gerechnet. Nickel, Kohlenstoff, Nickel. Nee. Aber okay. So, da ist so noch gerade was in der Nähe. Das gucken wir auch noch schnell. Tellur, brauchen wir doch noch so viel. Okay, 25 oder 25, egal. Eins haben wir schon wieder, beziehungsweise drei.
Okay, da hinten ist noch was, wo man außen und das da, aber egal. Naja, das wird in unser Raumschiff wahrscheinlich schon gestartet sind, aber komm, egal. Dann können wir auch Zink. Haben wir noch voll. Vanadium, das haben wir voll gemacht. Phosphor ist okay. Schwefel ist auch. Ne, Moment, haben wir alles. Aber wenn unser Raumschiff eh schon fort ist, können wir dann gerade noch dahin hinfahren. Oder unser Raumschiff ist weg, oder? Ja, egal, dann sei es so. Wenn wir schon gerade Signale hier haben, gucken wir uns die noch an. Vielleicht fällt hier noch ein Montelur raus. Wenn ich überhaupt nichts gehe. Seltsame Signale. Sehr seltsame Signale. Das ist eine große, oder gibt sich das? Ist das nur von dem kleinen Signal hier? Mal gucken. Oh ja, zwei Stück, das ist schon mal gut. Molybden, auch nicht schlecht. Eisen, Molybden, Phosphor. Das brauchen wir alles nicht. Das haben wir alles. Kohlenstoff, Schwefel, Zink, Vanadium. Also wer Vanadium bräuchte, hier gibt's. Das gucken wir mal, was der Hühner so auf dem Radar-Terror macht. Das sind mal ziemlich viel Signale. Ob das nur so Bug im Scanner ist oder ob da irgendwie. Oder wo sich das inpendelt. Okay. Was zur Hölle? Ja, das holen wir immer diese Igel oder so. Oder die Igel namens Clipper. Irgendwas haben wir doch mal gefunden. So Raumschiff. Oh, guck mal, das war nur Bug im Scanner. Schade. Schade. Jo, nee, dann, gut. Dann würde ich sagen, holen wir das Schiff mal wieder. Schade eigentlich. Hätte ich schon Bock drauf gehabt, dass man da irgendwo was außer der Reife, ne? Irgendwas gekracht. So, landen Sie bitte. Einsteigen, genau.
So, und dann können wir auch schon wieder weg. Ne, da müssen wir leider ein bisschen vom Planeten weg. Und ich würde sagen, das nächste System gucken wir uns dann einfach noch an. Jetzt sind wir neugierig, was wär's denn? Ein A-Stern, okay, nichts dagegen. Also wir sind übrigens hier, unser, müssen wir ein bisschen weiter als unser Carrier, müssen schon gut weit kommen. Uiuiui, komm mal, ey. Jawohl, aber irgendwie, wo will man hin? Da hin, oh, da müssen wir bald mal den Kurs ändern. Da würde ich sagen, wie könnte man das am besten machen? Lass uns mal gucken, am besten so. Lass uns mal gucken, wir fliehen noch bis dahin oder so. Oder bis hierhin könnte man noch fliehen und dann hier Schlenker machen und die Carrier hier so weiter huscheln oder so. Ja. Ja. Ja, kommen wir hin. Nur weil ich nicht vergesse, da bei die anderen drei Bookmarks zu fliehen. Die habe ich auch aus gutem Grund gesetzt. Dass wir uns angucken. Und oben in der Kante muss auch irgendwo der Herr Franklin rum geistern, glaube ich. Oder noch ein bisschen weiter am Norden, keine Ahnung. Ja, zünden sie mal schön in unentdeckten Gebiet, so muss das doch sein. Wird sich wahrscheinlich ändern, wenn wir bei die Bookmarks kommen, aber das kennen wir ja schon. Wobei da aber auch dann bald wieder die Station kommt. Das ist auch noch ein bisschen Zeit, bis wir an die Station im Grabsnebel kommen. Und dann, denke ich, können es, je nachdem wo wir hinfliegen, auch relativ schnell gehen mit der Rückkehr zur Bubble. Aber als erstes müssen wir dort oben ankommen. Auch noch ein paar Explorer-Credits. Vor 3 Milliarden fliege ich nicht zur Bubble zurück. Na, das sind wir aber auf dem guten Weg. Momentan wird hier wieder viel Geld in der Bubble verdient beim Community Goal mit Tritium in einer Kataladung 300 Millionen. Blutet mir das Herz, das Tritium so teuer verkaufe. Spendet Tritium an notleidende Explorer. Oh, hier sehe ich schon einiges. Ach du meine Herren. Ach du meine Herren. Ja, klar, schlecht. Das ist ein Teufel, muss ich gleich erstmal sondieren. Das ist doch nicht alles terraformierbar. Das kann ja wohl nicht sein. Wäre ich heute nicht fertig. Lass mal gucken. Viermal terraformierbar und 1, 2, 3, 4 und 6 Stück mit Schwefeldioxidatmosphäre. Aua. Okay, also ist erstmal gucken. Du bist terraformierbar und du hast Schwefeldioxid, okay. Dann ist das terraformierbar. Kohlendioxid nichts. Schwefeldioxid, also wie gesagt, die sind auch terraformierbar. So und so. Ja, dann haben wir hier, die sind dann nicht terraformierbar, aber hier mal Schwefeldioxid und auch nichts. Ein 1, denn den müsste man scannen. Ein Stickstoff, mal was ganz Neues. Und dann haben wir hier unten B1 und B2 ist Schwefeldioxid. Ein Signal. 3 ist terraformierbar. Schwefeldioxid 1. Oh Gott, Schwefeldioxid 1. Ach du Herrje. Wie machen wir das? 2, 3, 4 und 2 bis 6.
bei A. Okay, naja, ich wollte die Inoro Podcast höre. 2, 3, 6, 5 und 6 sind zusammen, also 2, 1, 3, 5. Aber das mache ich jetzt außer der Reihe. Wir haben ja schon unser Minütchen voll. Insofern wünsche ich euch ein schönes, erholsames Pfingstwochenende und bis zum nächsten Mal. Bye bye.